Ayo, was geht ab, Freunde der Icam-Staffel? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity. Das letzte Mal so stehen geblieben, weiter geht's. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rein, Jungs, und fallen hier in den Riss hinein, der uns sozusagen in eine neue Zeit führt oder wahrscheinlich ein neues Gebiet. Keine Ahnung, gucken wir mal. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt und schon haben wir hier die 11. Wahrscheinlich, ne? Lass mal kurz gucken. Ja, die 11. Sequenz beendet. Krank. Es gibt insgesamt 12 Sequenzen. Das könnte dir bekannt vorkommen. Habe ich gerade vorhin bei den Trophäen gesehen. Spätes 14. Jahrhundert. Das Mittelalter, 1394. Ich schlage vor, du suchst dir einen Weg zurück. Okay. Das machen wir. Ja, nee. Sehr schön, es wird zack, Therapie, Ratz, 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 sehr schön. Die Katakomben durchqueren. So, Junge, was ist los, ja? Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Jetzt hier. Ach du Scheiße. So, perfekt. Diese Simulation bricht zusammen. Finde den Ausgang. Schnell. Alter, heilige Scheiße. Ist das der Ausgang? Ich hoffe, Digga. Aber scheint so. Jetzt hier hoch. Zack, zerab. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du bist fast da. Alles klar. Oh shit. Ja, was ist das für eine kranke Scheiße? Ach du heiliger Gott, Alter. Liebes bisschen. Um Himmels Willen. Folge meiner Stimme. Geh zum Ausgang. Schnell. Lauf, Arno, lauf. Aber ganz wild, Junge. Ritzfisch mit Zwiebeln, Alter. Holy shit. Holy shit, Alter. Perfekt, Serverbrücke abgeschlossen. Dit wart unzwieblich, Alter. Sag ich dir, was ist. Dit war unzwieblich. So. Ah, man hat Schachten. Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht, Alter. Ich bin gespannt. Vor allem auch, wie es endet und so, ne? Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Okay, Novize, bringen wir das zu Ende. Du hast es fast geschafft. Champ de Mars. Ja, fast geschafft, das stimmt schon. Wir sind mit der Story bald durch. Wahrscheinlich noch so 2 Stunden circa. Viel hat sich verändert seit deiner Abreise aus Paris. Viel, was korrigiert werden muss. Und wir sind Jamal keinen Schritt näher. Ganz so ist es auch nicht.
Ich habe einen Namen. Und? Robespierre. Okay, Robespierre. Dann gucken wir mal, wo dieser Habibo ist. Wir sind im Dinggebiet. Ach, guck mal, hier sind nochmal zwei Risse. Schlachtfeld und Steinbruch. Ja, ist jetzt auch scheißegal. Ich wünsche auch, dass man die alte Iris nur so spät bekommt. Das finde ich sehr schade. Ich hätte die gerne so direkt gehabt. Das höchste Wesen. Okay, Sequenz 12. Wir sind sozusagen jetzt in der letzten Sequenz. Was soll das? Robespierre. Er hat diesen Tag zum Feiertag des höchsten Wesens erklärt. Ein Tribut an die Tugend der Nation und die ihr zu erweisende Bürgerpflicht. Warum klingt das so vertraut? Wenn es um die Templerdoktrin geht, ist sie sehr frei. Zum Champ de Mars gehen, alles klar. Hier werden wir nie nah genug an ihn herankommen. Ziehen wir uns zurück und warten auf einen besseren Moment. Okay, warte mal. Oh. Und wie lautet er? Warte mal. Hast du mal Bock hochzugehen? Oder so? Ja, okay. Gut. Wenn ihr es so wollt, dann halt. Kein Problem, werdet ihr geschlachtet bis zum letzten Tag ihr Hunde. Ja, Selemi. Shit. Bist du, ihr Hunde? Weg mit euch! Was? Was ist das denn? Was ist mit dir los? Jo, verpiss dich! Was willst du, hä? Und... Peach. Grüscher Kilban, Entschuldigung. Hallo, Liebes. So, Entschuldigung. Jetzt mal hier ein paar Leute beseitigt. Chillig. Was nur? Robespierre ist unangreifbar. Die Hälfte seiner Garde ist hier. Wir kommen nicht näher als 10 Schritte an ihn ran. Genau, wie ich sagte. Aber er ist nicht mehr so populär. Die Säuberung, das höchste Wesen. Wenn wir ihn diskreditieren, ist er am Ende. Ein großes öffentliches Spektakel ist der beste Ort. Ganz genau. Zeigen wir ihn als gefährlichen Irren, wird seine Macht schmelzen wie der Schnee im April. Aber wir brauchen überzeugende Beweise. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen. Kommst du? Triff mich danach. Ich habe eigene Dinge zu erledigen. So. Okay, wahrscheinlich dürfen wir nicht entdeckt werden, oder? Wie es für mich scheint. Nein. Ach man, was machst du denn, Arno? Was machst du denn, Junge? Ey, wirklich, manchmal ist das, was auch Gilster gesagt hat, dass die Steuerung macht manchmal was du, also irgendwas, Digga. Und das nervt halt extrem. Oh, ich sehe nichts. Oh nee, Digga. Oh.
Warum steh hier runter? Mann, ich fick dich mit deiner Scheiße, Junge. Hunde. Ey, der Typ ist so ein Hurensohn, ne? Da gehört doch auf, ja, Team. Essen so viele, Digga. Essen so viele, ihr seid mir so krank. Mann, ihr dummen Hurensohn. Digga, der läutet halt weiter, ne? Ey, du kannst halt nichts machen, das ist so fucking garbage. Mann. Digga, hör doch auf zu läuten, bitte, Digga. Kann ich dich machen, ne? Geht nicht. Guck mal, er ist vor meinem Gesicht, Digga. Komm, hilf. Komm schon. Komm schon. Komm, er ist doch ein HP, Digga. Was ist los mit dir, Mann? Es ist ein HP. Meine Fresse. Oh, Digga, wie mich das nervt. Erstmal 70.000 Leute ausschalten. Belastender Beweise. 70.000 Leute ausschalten, ja, Maniac. Der Revolution Française. Am Tag nach Marats Tod. Okay, juckt mich jetzt auch herzlich wenig. Gib mal hier die Sachen. Nicht ganz das, wonach ich suche. Monsieur, da ihr der Retter der Republik seid, flehe ich euch an, auch der Retter meines Bruders zu werden. Immer noch vegetiert er im Kerker, verhaftet von Patrioten, die in ihrem Heldenmut eifrig, doch unachtsam in ihren Methoden sind. Es wurde nie ein Haftbefehl für André ausgestellt. Und trotzdem bleibt er in Saint-Lazare eingesperrt. Ich hoffe, dass ihr euch nicht der Schrift meines Bruders im Journal de Paris erinnert, da diese dem feurigen Herzen eines Poeten entsprangen. Ich bitte euch nun, falls meine bescheidenen Fähigkeiten je von Nutzen für unsere Revolution waren, verschont meinen Bruder. In seinen Schriften sehe ich das Aufkeimen eines der größten Poeten Frankreichs. Ein Licht, das für alle Zeit strahlen wird. Mit patriotischem Gruß, Marie-Joseph Chénier. Okay, alles klar. Alles klar. Vielleicht finde ich etwas Stärkeres. Was ist mit dem Buch hier? Sieht wie ein Tagebuch aus. Das sieht doch interessant aus, oder? Um genau 5 Uhr morgens soll ein genereller Aufruf in Paris erscheinen. Dieser Aufruf soll alle Bürger, sowie Männer als auch Frauen, auffordern, sofort ihre Häuser in den geliebten Farben der Freiheit zu schmücken. Entweder durch das Aufhängen der Fahnen oder mit Girlanden aus Blumen und anderen Pflanzen. Vielleicht finde ich etwas Stärkeres. Eine Depesche. Monsieur Robespierre. Sorgt dafür, dass eure persönlichen Ambitionen dem großen Plan nicht im Wege stehen. Das, was wir tun, tun wir nicht für den eigenen Ruhm, sondern um die Welt nach dem Molays Wunsch neu zu erschaffen. Germain. Mhm. Vielleicht finde ich etwas Stärkeres. Was ist da? Das muss es sein. Merlin, Tadien, Bourdon, allesamt Abgeordnete des Nationalkonvents. Listen von politischen Figuren, geschrieben von der Hand eines Mannes, der seine Rivalen gern auf die Guillotine schickt. Ja, das sollte doch funktionieren. Okay.
Chillig, okay. Das machen wir. Elise, meine Liebe. Entschuldigung, Hallöchen. Eine Namensliste mit etwa 50 Abgeordneten des Nationalkonvents. Alle in Robespierres Handschrift und alles seine Gegner. Ich nehme an, es würde diese Herren sehr interessieren, dass sie auf der Liste stehen. Doch zuerst... Monsieur Robespierre hat private Erfrischungen. Lenkt die Wachen ab. Ich habe eine Idee. Lenkt die Wachen ab. Klar. Oh, es ist Zwiebelgurke. Wie mache ich das? Mit dem Gift des Atheismus können Sie der Welt nicht mehr schaden. Bewaffnet mit den Dolchen des Fanatismus und dem Gift des Atheismus können Sie der Welt nicht mehr schaden. Also kann ich gleich umbringen. Bewaffnet mit den Dolchen des Fanatismus und dem Gift des Atheismus können Sie der Welt nicht mehr schaden. Zack. Was zum Geier? Lernende Hund. Alter, willst du mich verarschen? Kommt der? Kommt der hier runter? Digga, was ist los, Alter? Meine Güte. Ja, die sind echt richtig hartnäckig, die Gegner. Ich lass mich aber auch zu oft treffen, ne? Mein Gott. Na endlich. Unerbittlich für den Bösen. Lasst uns großzügig sein zu denen, die gut sind, barmherzig zu den Unglücklichen und unerbittlich zu den Bösen. Du Schwanz. Lasst uns nicht ungetrübt berühren. Komm her. Verpiss dich. Let's go. Sehr gut. Monsieur Robespierre hat private Erfrischung. Lenkt die Wachen ab. Ich habe eine Idee. Lenkt die Wachen ab. Klar. Nochmal, oder was? Können Sie der Welt nicht mehr schaden. Wir haben doch alle umgebracht, oder nicht? Bewaffnet mit den Dolchen des Fanatismus und dem Gift des Wir haben doch alle geschlachtet hier. Können Sie der Welt nicht mehr schaden. Wie kann er mich sehen? Ich bin im Busch. Fürchtet nicht länger ihre lasterhaften Verschwörungen. Fürchtet nicht länger ihre lasterhaften Verschwörungen. Na komm. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Bürger, fürchtet nicht länger ihre lasterhaften Verschwörungen. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Nice. Bürger, fürchtet nicht länger ihre lasterhaften Verschwörungen. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Du bist ja so ein Spaß, Digga. Das ist die Weisheit. Vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Ich hab da Gefühl. Gott! Nice. Lasst uns großzügig sein zu denen, die gut sind. Was brauchen die noch? Lasst uns barmherzig zu denen sein, die perfekt. Perfekt. So.
Okay. Also, bitte verpiss dich. So, jetzt. Mutterkornpulver. Führt zu Halluzinationen. So wird er als Irre erscheinen. Nun müssen wir ihn nur noch gefährlich aussehen lassen. Die Namensliste. Sie muss in die richtigen Hände gelangen. Anonym. Wenn unsere Verwicklung auffliegt, weiß schon mal Bescheid. Überlass das nur mir. Ja gut, Digga, auf ganz entspannt, ne? Auf ganz entspannt platzieren. Robespierre schwafelt von Freiheit und Gnade, während Tausende zu Guillotine geführt werden. Würde Danton das sehen müssen, würde er an seiner Trauer ersticken. So. Warte mal. Okay. Jetzt ein bisschen außen. Digga, was machst du? Bisschen außen rum. Eure Klagen scherzen heute. Ihr dürft eure Augen wieder straflos gen Himmel erheben. Die Helden des Landes, eure großzügige Hingabe, ist keine Täuschung. Sie werden der Tyrannei vermögen, euch vielleicht das Leben zu nehmen. Aber sie haben keine Macht, euch vollständig auszulöschen. Menschen, wer auch immer ihr seid, ihr dürft wieder gut über euch denken. Ihr könnt euer flüchtiges Leben. Und der Unsterblichkeit widmen. Perfekt. Die Natur soll ihre Großzügigkeit zurückgewinnen und die Weisheit ihr Reich. Das höchste Wesen so. Ist nicht zerstört. Jetzt noch einen und dann haben wir das. Okay, wir dürfen uns nicht sehen, Digga, weil hier ist voll mit Wachen. Lasst uns leidenschaftlich und unnachgiebig in unserem Zorn gegen unsere Tyrannen sein. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Zwieblisch und Guckisch. Geil. Es ist die Weisheit vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Der Weisheit allein obliegt es, den Wohlstand von Imperien dauerhaft zu gewährleisten. Nur sie. An die Liste der Feinde der Revolution? Das sind fast 50 Namen. Doch, der geht jetzt wirklich zu weit. Da tobt die Fuchs im Hühnerhaus. Die armen Hennen. Und nun? Wir warten. Das dauert nicht lange. Wenn Robespierre die Unterstützung des Volkes verliert, ist der Germain nicht mehr von Nutzen. Und wenn Germain ihn fallen lässt... Ist er verwundbar. Gehen wir. Großartig, haben wir gemacht. Haben wir gemacht, haben wir geschafft. Genau so stelle ich mir das vor. Oh Gott, ja. Nächste Mission befindet sich. Ich kann sie sehen, ich hoffe, die wird angezeigt auf der Karte. Da. Relativ weit weg. Dann machen wir einfach den hier. Und dann von dort aus dann rüber. Sollte schon reichen. Oft chillig, Alter. Oh Mann. Perfekt. Oh, dann mal hier einen Shop. Entschuldigung. Da kann ich hier direkt alles mal auffüllen.
Karte. Auch weil ich sie brauche, aber egal. Nehmen wir mal mit. Munition wichtig. Ich habe 13 Punkte. Digga, ja, alter, Heilung, aber komplett verbraten, Alter. Ein Dietrich. Dann das schöne Ding. Und das war's. Aber manche Sachen habe ich nicht. Die Betäubungsbombe. Betäubungsbombenfähigkeit. Ach, das muss ich kaufen, das kann ich das. Okay, verstehe, Digga. Was ist das hier? Giftgas, das nehme ich auch noch mit. Und das nehme ich mit, so. Dann mal hier ein bisschen was mitgenommen, Alter. So, okay, jetzt Verbrauchsgegenstände, genau. Jetzt kann ich auch den ganzen Rest mitnehmen, Alter. Ja, guck mal, Betäubungsbomben, den ganzen Krams. Dann hier Geldbeutel. Okay. So. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier auch fast alles, Digga. Nur noch das fehlt. Sonst haben wir hier... richtig viel, Alter. Perfekt, gut, wir sind gut ausgerüstet. Wir sind gut ausgerüstet. Warte mal, ich würde aber gerne... Ausrüstung, meine andere Waffe mitnehmen. Was gibt's noch Schönes? Schaden parieren. Irgendwas anderes Geiles? Das sind halt zwar geile Waffen, aber die bringen halt nicht so viel, ne? Die müssen schon richtig krank in die Fresse gehen, Alter. Geschwindigkeit, Reichweite, lass mal den hier mitnehmen, komm. Der hat richtig viel Damage und so. So, direkt hier Dingensen. So. Okay, Schwester. Dann zeig mal. Und? Ich erhielt deine Nachricht. Was geht vor? Vielleicht haben wir Robespierre zu sehr diskreditiert. Was ist geschehen? Er wurde verhaftet. Was? Er machte wahre Drohungen wegen einer Säuberungsaktion gegen Staatsfeinde und das Komitee wendete sich gegen ihn. Sie bringen ihn ins Luxemburg-Gefängnis. Seine Hinrichtung ist für den Morgen anberaumt. Dann sollten wir besser schnell zuhören. Ja, was ist das, was mich jetzt rückt? Lass mal weg, beiseite. Also ich bin mal gespannt, wie das Ding sich jetzt anfühlt. Ach du Scheiß, was ist hier passiert? Da hinten. Abi. Was zum Teufel? Die waren von der Nationalgarde. Robespierre ist kurz. Elise. Verdammt, wenn er entkommen ist. Was ist hier geschehen? Wir wurden überfallen. Truppen der Pariser Kommune griffen uns auf den Weg an. Sie wollten die Gefangenen befreien. Haben Sie Robespierre? Ich weiß es nicht.
Ich wurde im Kampf verletzt. Sie zogen sich dorthin zurück. Ah. Merci. Geht und sucht euch einen Arzt. Oh. Wenn Sie ihn noch haben, bringen Sie ihn bestimmt ins Luxemburg-Gefängnis. Doch wenn nicht, müssen Sie sich in der Nähe verschanzt haben. Sie kämen nicht weit, wenn sich die halbe Stadt gegen Robespierre auflehnt. Ich gehe zum Gefängnis. Du folgst den Aufständen, sieh, ob du eine Spur findest. Gut. Nur keine Panik jetzt. Vielleicht finden wir heraus, was passiert. Mit dem... Let's go, Digga. Weg mit dir. Da ist er. Da ist er. Ist er das? Wo sind Sie hin? Sie sind da entlang. Okay, alles klar. Oh. Gurkenfisch mit Zwiebeln. Da drin oder was? Warte mal. Warte mal. Kann ich hier hoch rein? Ja, kann ich. Nee, was machst du? Geh mal so. Jetzt hier so. Geh hoch. Was ist los, Alter, hä? Versteh ich nicht. Ich muss hier rein. Aber wie komme ich hier rein? Ist das irgendwie eine Tür oder sowas? Hier hoch eventuell? Oder bin ich blöd? Warte, ich gehe nochmal die ganzen Leute untersuchen. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Fail-Ding. Wo ist Robespierre? Okay, nee, das habe ich gesagt, Fail-Ding, Digga, das ist so ein Bug. Robespierre, du Hund. Ach so, scheiße, okay, ich darf nicht entdeckt werden. Ja, ficken, Alter. Nicht gelesen, bzw. nicht gesehen. Ey, ja, mach was nochmal neu. Ist ja kein Problem. Der Ritzfisch mit Zwiebeln hier. So. Warte mal. Hallo. Das ist so komische Dächer hier, Alter. Hier rüber. Oh, es ist Zwiebelfisch mit Gurke. Mit Karotten und Sahne, Junge. Aber was machst du denn? Hier, wie weit muss ich den noch verfolgen, Alter?
Wie weit muss ich den noch verfolgen? Warte, hier hoch. Hallo. Oh mein Gott. Let's go. Gott sei Dank seid ihr hier. Die Kommune steht hinter euch. Danke, Sergeant. Eure Treue ist ehrenhaft. Geht besser hinein, Sir. Die Soldaten des Konvents kommen bald. Ja, natürlich. Ich begebe mich in eure fähigen Hände. Wir verlautbaren, dass die revolutionäre Kommune, die sich schuldig machte, den kriminellen Robespierre tatkräftig zu schützen, sich nun in offener Rebellion gegen die Nation befindet. Soldaten unter dem Befehl des Nationalkonvents wurden ausgesandt, wenn ich mit dir fertig bin, bist du immer als ein Besoffener. Um den Verräter und seine Gefolgsleute festzunehmen. Bürger, halt dich zu verlassen, während die Bürger. Ist so scheißegal. Hoch, natürlich nicht. Ach, ihr wollt es, ihr kriegt es. Der dumme Zigeuner erwartet. Warte mal kurz. Nein. Es ist zu viel, Digga. Es ist so viel, Alter. Es ist so viel, ne? Es ist krank, wie viel es ist. So. Nein, nein, nein. Nice, okay. Dann mal hier alle durch. So, geh rein da. Oh, kann ich die Waffe wechseln, Digga? Ich mag die Waffe irgendwie nicht. Okay, geht nicht. Lass noch den Fight. Ich feiere die Waffe irgendwie gar nicht. Ist mir zu langsam. So, jetzt nochmal hier. Ja, Hunde. So. Er ist da hinten. Frage ist, wie komme ich jetzt zu dem rein? Kommt der Hunde. Ach Digga, bist du ein Zigeuner, Digga. Deine Mutter ist so eine Hure, dass ich dir das nicht in Worte fassen kann, was für ein Hurensohn du bist. Meine Fresse, du dummes Stück Scheiße, Digga. Lass doch deine scheiß Gun weg, du dämlicher Bastard, Alter. Mein Gott. Boah, diese scheiß verschlossenen Türen immer wieder, nämlich nervt es. Hier ist zu, da musst du wieder 70 Sachen suchen. Jetzt guck mal, alles da von vorne. Ich gleich restarten können. Sich nun in offener Rebellion gegen die Nation befindet. Soldaten unter dem Befehl des Nationalkonvents wurden ausgesandt, um den Verräter Robespierre und seine Gefolgsleute festzunehmen. Die Bürger werden gebeten, ihre Häuser.
verlautbaren weiterhin, dass die Bürger Robespierre, ja, Digga, was soll ich machen, Digga? Was soll ich machen, Digga? Ich komm da nicht durch, Digga. Also unentdeckt, ich komm da nicht durch unentdeckt. Oh, diese Frame Drops. Ich hasse es, wenn die schießen. Runter. Wenn es so viele sind, das ist so crazy. Runter, du Spast! Digga, das meine ich. Guck, das die Steuerung ist so AIDS, Digga. Das meine ich, Digga. Guck, wie beschissen das ist, Alter. Das System ist so fucking fehlerhaft, Alter. Da hinten. Komm. Jetzt hier hoch, komm. Runter da, komm. Ich glaube, ich muss da, ne? Ein offenes Fenster. Ach nee, nein, es ist nicht. Es wäre auch zu einfach gewesen. Hier muss doch irgendwas Offenes sein, Digga. Kannst du mir doch nicht erzählen. Ich war fast down. Ey, fuck, fick dieses Game, Digga. Walla. Ach, komm schon, Digga, mein Gott. Nervig. Es ist wieder so eine Mission, Digga, kriegst du wirklich das Kotzen, ohne Scheiß. Das ist so fucking... so eine Peder-Mission, Walla. Richtige Müllmission wieder. Ich hasse so scheiß Schleichen, Digga, ich hasse das wie die Pest. Und leider gibt's das in dem Teil, Digga, es gibt so viel, ne? Es gibt so viel nur mit Schleichen, ich feier das gar nicht. Guck mal, wie soll ich da durchgehen, Digga? Guck mal, jetzt sieht der mich wieder. Jetzt bin ich wieder Dingens. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wie soll ich da unentdeckt durch? Ich hab keine Ahnung, wie. Ich habe gar keinen Plan, wie ich da durch kann, ohne unentdeckt zu bleiben. Ich weiß es nicht. Wallah, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das sind so Sachen, Digga, ich könnte echt im Strahl kotzen. Ich hasse so eine Mission übertrieben. Ich machte den Kriminellen Robespierre tatkräftig zu schützen, sich nun in offener Rebellion gegen die Nation befindet. Warte, ich muss gucken, wie ich das jetzt mache. Guck mal, da sind zwei Stück. Oh mein Gott. Überall sind die. Meine Fresse, ey. Komm, wir nehmen mal die mit. So. Justiz ihre Pflicht tut. Wir verlautbaren weiterhin, dass die... Danke. Einen Schritt weiter. Fort. Jeder Bürger, der diesen Kriminellen verletzt, wird ihr Schicksal auf der Guillotine teilen. Die Revolutionsjustiz... Ich meine, ich weiß, wo dieser Kerl ist, aber...
Es sind halt so viele Wachen. Es ist nicht normal. Wo ist dieser Hund? Guck mal, der ist da unten, ne? Frage ist nur, wie komme ich in diesen Raum rein? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wie komme ich in diesen Raum rein? Ich habe keinen Plan, Digga, wie ich da hinkomme. Ich habe absolut keine Ahnung. Französische Flagge. Warum tötest du nicht beide? Ja, okay, Habibi. Ich hab verstanden. Voila, du bist Bruce Lee mit Schwert, du Schwanz, Alter. Ist schon tot. Oder welche Stufe ist das? Ja, Stufe 3 kannst du knicken, Alter. Ich hab keine Stufe 3 Dings. Stufe 3 kannst du knicken, Baby. Ich muss da irgendwie rein, ich weiß aber nicht wie. Das fuckt mich ab. Ey, diese Steuerung ist... Oh Gott, ey. Du bist kein Patriot. Mach doch einfach, Digga, was ich dir sage. Oh mein Gott, ist das denn dein verfickter Ernst, Mann? Ist das dein fucking Ernst, Alter? Ja, die Kämpfe mittlerweile sind auch echt ätzend geworden, sag ich dir ehrlich. Da links ist er. Muss der Konvent keine Kugel mehr abfeuern. Hallo. Was geht hier vor sich? Verräter. Digga. Endlich, Junge. Sie haben ja schon verstanden. Mein Gott. Mich für euch. Ihr seid einer von denen, oder? Ein Assassine. Nun nicht mehr. Wo ist Germain? Elise. Wir haben nicht viel Zeit. Wo ist Germain? Ich werde nie reden. Dann schreib. Der Tempel. Ich hätte wissen müssen. Dann genießt eure Revolutionsjustiz, Monsieur. Ergreift ihn!
Digga, ich fass es nicht. Sie hat den 50 Cent gemacht. Die hat den 50 Cent gemacht. Einfach durch die Backe geschossen, Digga. Einfach den 50 Move. Oh shit, Alter. Die hat einfach den 50 Move gemacht. Ich fick mein Leben. Aber es hat gegen Ende doch noch irgendwie funktioniert. So. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Wir sind jetzt bei gut 50 Minuten. Ich würde sagen, das reicht. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Unity. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben nicht mehr allzu viel. Bis dann, checkt die Mietze für die Zwiebeln und haut rein.